Hallo, liebe Freunde. Wir sind immer noch in Stage 2. Ich setze hier nochmal ein Safe State, damit wir den ganzen Scheiß nicht normal machen müssen. Wir holen uns das letzte Kind. Hoffen dann, zum Ausgang zu gehen. Und gucken uns an, was uns Level 3 erwartet. Also werden wir natürlich das Tempo beibehalten, aber ich kann euch sagen, Level 5, weiß ich, werden wir mit Sicherheit zwei Parts verschwenden, weil ich habe da so in Erinnerung, dass das so ein irrsinniges Schwachsinnslabyrinth war. Ah, können mich heute noch aufregen? Und das ist kein gutes Zeichen. Wenn mich ein Videospiel nach über 20 Jahren noch belästigt, dann ist das nicht gut. So, ich speichere nochmal. Desto weniger wir das doppelt machen müssen, desto besser. Dann müssen wir nur noch in die blaue Tür. So, ich gehe mal einfach nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob das der bessere Weg ist. So, wir hauen dich nochmal um, mein Freund. Oh. Das ist der richtige Weg. Na, ja, natürlich. Ja, das war dumm, aber der Schaden liegt hier in Grenzen. So, Stage 3. Eine Animation, die ihr noch nie gesehen habt, folgt jetzt. Ich spoil die gar nicht. Da stellen sich jetzt ein paar Kinder auf und ich sage mal, es wird total spannend, was jetzt passiert. Da kommt nämlich nochmal ein Räuber und schnappt sich diese 7 Kinder. Warum das eigentlich jedes Mal passiert, ist ein Fall für die Super Nanny, wenn es die noch geben würde. So, Goondogs ist das Passwort für Stage 3. Und da gehen wir jetzt rein. So, was erwartet uns denn hier bitte? Okay. So, da unten ist erstmal ein Schlüssel. Dann gehen wir mal den Weg. Denn was haben wir aus Zelda und Co. gelernt? Schlüssel einsammeln. Ganz wichtig. Und hier ist es genauso wichtig, weil ohne Schlüssel könnt ihr keine Kinder befreien. So, was war das denn? Ach, der wirft mit Noten um sich. Ach du meine Fresse. Ist das die Dieter Bohlen-Version von der Fratellis oder Fratellis oder wie die genau heißen? Achso, ich hab schon Schlüssel. Ja, ja, Dublonen sind toll. So. Wieder ein bisschen mehr Energie. Okay. So, da sind zwei Schlösser. Ich glaube, mehr als zwei Schlösser gibt es auch nicht bei den Türen. Na, Ruhe hier. Der schmeißt echt mit Noten um sich. Das habe ich aber vollkommen vergessen. Der Graue wirft mit Noten um sich. Naja. Vielleicht ist es der Artist der Familie. Der leicht verschrobene letzte Sohn der Fratellis. Man weiß es nicht. Was ist falsch gelaufen in ihrer Kindheit? Ja, ich habe mit Violine angefangen. Aha. Also so richtig coole Musikinstrumente, ja? Boah. Weg, 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 mein Freund. Ich gehe davon aus, die Noten sind nicht gut. Na, das war auch nicht gut. Boah. Es ist schön, dass man alles, was man sich so langsam erarbeitet, bei irgendwelchen kleinen Hoppel-Pappel-Gegnern hier einfach hinterlässt. Ach, da geht's auch nicht weiter. Aber gut, da muss ich glaube ich auch nicht mehr hin. Oh, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's doch! Grummel, 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 Grummel. Grummel, Grummel, Grummel. Hä? Wo wollte ich denn hin? Da wollte ich hin. So, wir befreien den eben. Und wenn wir den befreit haben, dann setzen wir nochmal ein Safe State, damit wir diese unglaublich lustige Szene nicht nochmal machen. So, Dieter, sei ruhig. Was kann ich dafür, dass deine Platten nicht mehr beim Sofortkauf etwas bringen? Kann ich doch nichts für. Jetzt einfach mal Talent haben müssen. Mein Gott. Dieter, was ist da schiefgelaufen in der Jugend?
wahrscheinlich eine Menge. So, mein Freund. So, wo geht's da lang? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Da ist noch ein Schlüssel. Den schnappen wir uns. Ach komm, Dublone, Dublone, mein Gott. Ich bin mal pfiffig. So, dann gehe ich zurück. So. Ja, krakeel du weiter rum. Ah, ne, das gefiel mir nicht. Don't cry for me, Argentina. Ah, ist auch so ein richtig schöner Ton, ne? Ich glaube, das wäre so auch ideal als Klingelton. Ja, liebe Freunde von Jamba, ihr bekommt gerade eine kostenlose Empfehlung. Bestellt jetzt den Klingelton, der ist noch nerviger als jede Hundepfeife. Für nur 9,99 Euro. Pro Ton. Im 50-Jahres-Abo. So, wo geht's da hin? Ach, da waren wir doch schon. Ich geh jetzt einfach mal da lang. Ihr seht, ich trau dem Level total. So. Aha. Spannend. Ah, da ist eine Tür zum Aufschließen. Dann machen wir das doch auch. Aber mehr gab es hier, glaube ich, nicht in dieser Stage, ne? So, haben wir noch einen Blag. Ich meine natürlich ein Kind. Weil die sind ja auch die Zukunft der Menschheit. Und überhaupt. So. Was haben wir denn da Schönes? Okay, der kommt nicht ganz nach unten. Der macht gar nichts. Hier sind Unmengen von Schlüsseln, ne? Und wenn ihr euch fragt, ob die Steuerung verdammt gut reagiert, nein. Tut sie nicht. Selbst für ein MSX-Spieler, und die sind manchmal, ich sage mal, mehr als träge, ist das eigentlich richtig träge. Und dafür läuft es eigentlich recht gut. So, was haben wir da Schönes? Noch einen! Ja, schon Nummer 3. Das sieht doch gut aus. Das ist immer eine Einladung. Natürlich. Das hätte ich auch nicht anders gewartet. So. Levels werden größer, ne? Interessant. Aha. Was soll das jetzt hier? Das will ich jetzt mal wissen. Das ist irgendwann ein ganz toller Superweg. Oder ist hier irgendwas versteckt? So, das ist Stage 1. Da haben wir doch eigentlich alles. Ach, die können tatsächlich durch die Mauer nicht fliegen. Na, das ist ja immerhin etwas. So, wir gucken mal eben. Ah, das war wieder ganz pfiffig. Also da haben wir alles abgeräumt und da haben wir alles abgeräumt, ne? Also Szene 11 können wir mal offiziell ansehen als komplett. So, das heißt, da brauchen wir nichts mehr. Das ist die Stage mit den 500.000 Schlüsseln. Überhaupt nicht verdächtig. Clown.
So. Naja. Dich kriege ich, mein Freund. Und wenn ich dabei drauf gehe. Ach nee, das tue ich ja schon. So, können wir mal kurz den Schlüssel woanders gebrauchen? Da sind wir in Stage 15. Tja, ist ja mal eine Einladung. Ist mir egal, kann ich mal gerade gut gebrauchen. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Zack. Wir holen uns da mal noch wieder einen Schlüssel. Gibt's ja nun mal genug. Ach, stimmt, du warst nicht dieser hüpfende... Das ist ja lustig, habt ihr das gesehen, ne? Super, das heißt, diese Gegenstände sind auch gar nicht... unlimitiert. Die funktionieren für eine bestimmte Anzahl nur. Na, super. Ja, das ist doch fair. Ich bin mal gespannt, wann sie mir dann noch die Schuhe ausziehen. So. Ah, ich mag das enorm. Ne, das machen wir nochmal. So. Ach, jetzt springt er nicht. Aber verarschen kannst du mich auch nicht. Ach, jetzt springt er nach mir. Hä? Also das Spiel ist mit Sicherheit dafür ausgelegt, um den Spieler vollkommen zu verwirren und vollkommen in den Wahnsinn zu treiben. So, wir gehen links ran. Da waren wir noch nicht. Na doch, waren wir auch schon. Haben wir doch alles schon abgeräumt, oder? So. Ne, da waren wir doch auch schon. Interessant. Guck mal. Ich singe mit dir gleich den Knochensong. Schalalalala. Hehehe. Edge. So. Ja. Gut, hier ist nichts. Also das ist, 15 ist eine sehr überschaubare Stage. So. Au! Das Ding jetzt. Jetzt gibt's Feuer. Ach du meine Herren. Vor allen Dingen hat man überhaupt kein Anzeichen dazu, ne? Sehe ich das richtig? Weg, 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 weg. So. Das war Nummer 4. Ein bisschen Health, das können wir gebrauchen. Da geht's gar nicht weiter. Doch, da geht's da. Doch, 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 doch. Rechts geht weiter. Gehen wir doch dahin. Ich sehe das richtig, ne? Man sieht das nicht. Ihr seid doch vollkommen irre. Ihr seid doch vollkommen irre. Ja, du zielst natürlich direkt drauf, ist klar, wie sie das gehört. Ein Schild! Aha. Hatte ich das überhaupt schon mal in meinem Leben? Naja. Man freut sich. Na komm! Knochenfan! So. Das war Nummer 5. Aber das mit dem Feuer finde ich auch noch stark. Da hat man ja nur gar kein Anzeichen zu. Bei diesen Wasserrohren, ihr seht das, das ist da, wo diese Ventile ist. Ja.
diese Ventile sind und ja, und die Sachen, die von oben kommen, das sieht man natürlich auch. Aber das Feuer ist ja mal eine starke Leistung. Das ist ja mal ein ganz großes Ding. Ihr kommt auf Klöpse hier. So, wir haben einen Schlüssel. Ja, ja. Trella, du mal deinen Lieblingssong. You can win if you want und sowas, ne? So. Jetzt habe ich das getan, was viele schon tun wollten. Ah! Das war ja ganz fair. So. Speichern mal wieder. Bleibst du wo oben? Gut. So, Ruhe. Ah! Ja, ich bin zwar völlig tot, aber es wirkt sehr stylisch. So, weg. Muss ich mir aber wahrscheinlich gleich, bevor wir gleich zum nächsten Part kommen, muss ich mir höchstwahrscheinlich was überlegen, wie ich das hinkriege. Dass ich eben mit so wenig Energie überhaupt überlebe. Weil das ist eigentlich glatter Sismord. Wir haben sie. Hä? Cool. Können wir den Level noch beenden? Na gut, so wollte ich ihn nicht beenden. So, wir gucken mal. Da war doch irgendwo die blaue Tür. Vielleicht kommen wir mal relativ schnell hin. Jetzt müsste man noch wissen, wo sie war, ne? Gesehen haben wir sie. Okay. Das ist ein Schlüssel. Das heißt, man kann davon ausgehen, wer jetzt logisch denken kann, in den anderen Räumen können nur noch diese Tränke und sonstiges sein, aber ja, das dachte ich mir. Bei der Lebensenergie, mein Gott. So, ich guck mal eben, wenn ich es in den nächsten Raum nicht finde. Dann beende ich den Part und dann, ja. Wenn ich natürlich jetzt noch 10-mal drauf gehe, was, ich sag mal, eure Belustigung sicherlich finden wird. Meine nicht. So, komm. Jetzt letzter Versuch, sonst sehe ich das als Zeichen. So, den haben wir schon mal. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Ne, da sind wir am Anfang. Das sehe ich jetzt mal als gute Möglichkeit, hier eine Pause zu setzen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann gehen wir dann dementsprechend in Stage 4, in die vorletzte Stage. Und dann haben wir es eigentlich fast. Das ging schneller als erwartet. Bin ich sehr zufrieden. Haben wir das Ding wahrscheinlich in 5, 6, 7 Parts durch. Finde ich gut. Kommen wir dann gleich wieder zum nächsten Highlight. Ich sage schon mal, schön mit Ö.